Alle Klavierkurse waren ausgebucht, als ihre Eltern sie mit 9 in die Musikschule schicken. Justine Boosen entscheidet sich für das Akkordeon. Das Ganze 20 Jahre her. Gestern Soundcheck für den Auftakt der Folk Baltica in Sonderburg. Dafür haben die Festivalleiter die Dänen als Hauskünstlerin angefragt. I think I'm like, are you kidding me? Ich dachte zuerst, macht ihr Witze? Aber dann war ich einfach nur glücklich. Und das diesjährige Motto, Mut und Hoffnung, ich habe sofort gespürt, dass auch mir das Mut und Hoffnung gibt. It gave me both hope and courage. Zurück in ihrem vertrauten Umfeld. Bis 2021 war sie Teil des Folk Baltica Ensembles, der festivaleigenen Nachwuchsschmiede. Mehr als 150 junge Talente haben sie dort in den vergangenen 10 Jahren gefördert. Auch Justine. Ihre Stimme hat sich großartig entwickelt und ihre Kompositionen auch und so. Das ist schon eine Freude und Ehre, dass wir jetzt einer von unserer eigenen als Hauskünstlerin diesmal nehmen können. It's quite a big moment, I feel like, after. Das ist ein wirklich großer Moment. Ich durfte ja fast 10 Jahre in Ensembles mitspielen. Da bin ich quasi musikalisch groß geworden. Deshalb ist es eine Ehre, zurückzukommen und mit Ihnen hier auf der Bühne die Energie und Liebe zur Musik zu teilen. Natürlich auch mit Harald. Hier kommt sie. Ihr Musikstudium in Helsinki und Esbjerg hat sie abgeschlossen, arbeitet jetzt als freiberufliche Musikerin. Für die Folk Baltica hat die 28-Jährige gemeinsam mit dem neuen Festivalleiter einen Song komponiert. Ein Mix aus Dänisch und Plattdeutsch. Es war nervenaufreibend. Ich dachte vorher, ui, was passiert hier eigentlich? Aber in dem Moment, als ich die Bühne betrat, war es, als wenn ich nach Hause komme. Sie verbindet mit der Grenzregion Freundschaft. Und das habe in erster Linie mit dem Folk Baltica Ensemble zu tun. Bis kommenden Sonntag kann Justine Boosen diese Freundschaften bei gleich mehreren Konzerten pflegen.